Sorry für die Störung, aber bitte vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Luigi's Mansion, die GameCube-Version. Das letzte Mal hatten wir uns mit diesen Muskeltypen angelegt und heute werden wir uns einen Stock nach oben begeben und uns mit der Großmutter anlegen. So komisch es ging. Viel Spaß dabei und los geht's. Ich wundere mich jedes Mal wieder drüber, wie blöd man nicht sein kann. Einfach dagegen schlagen. Ich bin Spook, wie es kann. Hallo! Und tschüss, Buhu! Und tschüss! Jetzt gehen wir mal darüber. Ah, da kann ich nicht drüber gehen. Ja, nein, bekomme ich dann später. So, da drin, das habe ich schon gemacht. Gehen wir nochmal da rein. Aber das ist doch... Und vorher auch zu, da wo die Großmutter jetzt drin ist. Wie ganz gleich ist das aber nicht, oder? Oh fuck, oh fuck. Herzchen? Herzchen? Nö. Kein Herzchen. Auch kein Herzchen. Das Folge ist ein Fleucht. Zack. So. Jetzt schaue ich nochmal kurz rein. Ist alles anders? Aha. Hey, du Schwein. Hä? Aber was ist mit dem? Er macht mich fertig. Der hat Wasser gebraucht. So. Auf mit der Mütze. Aber warum? 100% checken tue ich das jetzt nicht. Aber das ist jetzt die zweite Stufe, darum ist das ein bisschen anders. So, machen wir mal hier anfetzen. Wird nichts. Da oben war ein Poster, das habe ich auch nicht mehr bekommen. Monsters. Und damit, komm. Wie kommt das nicht runter? Da muss was Gutes drunter sein. Ja. Ein Wuhu. Was? Get out of here. Oh. Okay. Ich weiß. Wartet mal. So, ich hole mir jetzt schnell. Ich weiß nämlich, was ich tun muss. Auch wenn sie nichts gesagt hat. Denn. Ah, Sekunde. Aus folgendem Grund, weil mich diese Mäuse hier komplett zur Weißglut treiben. Hey, lass mich in Ruhe jetzt mal. Da. Hol ich mir auch noch. Und ein Herz. Perfekt. Perfekt. So. Jetzt hole ich mir nämlich Eis und er hat auch. Vorher gesagt, der Professor, wenn man ein Bad hat, auch wenn es ein warmes Bad ist, dann werden die Eiskristalle das frieren. Und das werden wir jetzt machen. Wieder das gleiche. Lass mal in Ruhe. Da. Rein da. Auf mit dem. Auf. Und die ganze Kacke frieren.
Doch nicht. Doch, doch, doch. Hatschi. Ja. Ich hab es gewusst. Viel Leben habe ich nicht mehr. Ah, nein, 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 nein. Hau mich nirgends gegen, bitte. Die mit ihren komischen Pilzen da immer. Ah. Genau, das ist das Problem. So. Komm. Gar nichts tun, wenn ich so klein bin. Ja, genau. Das ist ein Wassergeist und den haben wir jetzt einfach mit Wasser eingefroren, wollte ich gerade sagen. Mit Eis eingefroren. So, eins, 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 komm. Jawollo. Jawollo. Ich habe mir schon gedacht, dass diese Räume nicht leer bleiben können. Und der nächste Schlüssel. Gut. Müssen wir noch Großmütterchen wegnieten? Ah, viele Türen sind jetzt nicht mehr zu. Holen wir uns noch schnell die Bärle. Nee. Komm her. Das sind sogar zwei. Jetzt komme ich an die nicht dran. Ja, komm her, oder? Und die Bärle nicht. Die T-Spawn, glaube ich. Ja. Schade. Schade, schade, Marmelade. So, jetzt gehe ich zu Großmütterchen noch rüber. Und niete die um. So. Umi. Nanu, was haben wir denn da? So wie ich es mag, sauber und aufgeräumt. Nee, ich ach, für ein putziges Männchen, ob ich mit ihm spielen sollte? Kann ja gar nicht die. Mal sehen. Wow. Bisschen erschrocken hat er mich jetzt, der Kollege. Boah. War das? Mal da reingucken. Holla, die Omi hat Geld gebunkert. So. Ein vermodertes altes Tagebuch. Möchtest du es lesen? Na, her damit. Heute habe ich Fräulein in Betunia einen urkomischen Streich gespielt. Sie ist in die Badewanne gestiegen, nachdem ich sie mit Eis aus dem Gefrierfach aufgefüllt hatte. Natürlich hat sie angefangen, fürchterlich zu zittern. Einen kurzen Moment lang habe ich mich doch etwas schuldig gefühlt. Aber das Fräulein Betunia kann so etwas vertragen. Sie nahm einfach eine heiße Dusche, danach fühlte sie sich wie neugeboren. Und nachdem sie sich aufgewärmt hatte, war sie gar nicht mal richtig wütend. Ja. Nö, nee, das habe ich schon. Kommt immer das gleiche, oder? Ja. Nee. Da. Oh, hat mich die gerade getreten? Einmal. Die hat ein bisschen komischen Lacher. Ja, jetzt? Hä? Ist die futsch? Hat den Schatten oder was? Alter, wo ist die? Sehe ich die mit denen auch nicht mehr. Komisch, gehe ich nochmal raus. Komm rein. Ah. Ah, nochmal. Oh.
Komm her, du Klumpen. Oh, du Schwein. So. Ja, genau, weil mir der Wollknäuel etwas... Also Luigi, du bist eine... Einmal, so. Oh, ne. Ne, muss ich das jetzt nochmal... Ah, die hat aber echt einen argen Lacher. Aber die war vorhin ein bisschen verpackt, glaube ich. Ah, ne. Komm, auf einen Streich. Auf einen Streich machen. Ne, das machen wir nicht auf einen Streich. Mal Omis, Perlen einsammeln. Jawollo. Wieder ein Schlüssel? Ja. Genau. So, woher ist der? Wohin ist der jetzt? Jetzt haben wir dann gar nichts mehr. Ah, da kann man klopfen. Auch. Zack, zack. So. Mario! Mario! Geht nicht, da muss ich so. Ja, jetzt kommt er gleich. Limbu. Was? Oh ne. Oh. Die sind so schwer zum Fangen, die Aalnüsse. Ja, irgendwo hat jetzt wieder so eine Attrappe versteckt, der kleine Arsch. Hier. Ah, der ist das. Ich hab mir vorher entfleuchtet ist. Jetzt habe ich wenigstens den. Habe ich gar nicht gewusst, dass die in den gleichen Raum fliegen können. Gut gemacht. Du kannst mir jetzt einen Boost schicken und die sämtlichen Daten werden gespeichert. Jo, meine Freunde, das war's mit diesem Part Luigi's Mansion, die Gamecube-Version. Heute haben wir mal wieder richtig aufgeräumt. Die Frau in der Badewanne und die Omi haben wir beseitigt. Und dafür haben wir wieder einen Schlüssel bekommen. Und ich freue mich schon drauf, das nächste Mal mit euch diesen Raum erforschen zu dürfen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte abonniert mich und vergesst dabei nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Über eure Wünsche, Anregungen und Beschwerden würde ich auch sehr gerne in den Kommentaren lesen. Und mit einem Daumen nach oben zeigt ihr mir, dass euch meine Videos gefallen und ich so weitermachen soll. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.